Zusammenhang, Herr Bundeskanzler, Sie haben angekündigt, damals im Dezember, dass alle über 65 Masken bekommen. Laut unserem Wissensstand haben das immer noch nicht alle. Wann wird das so sein? Warum dauert das so lange? Und vielleicht noch Herr Wagner, gerade in Ihre Richtung auch. Sie haben gestern gefordert, dass Homeoffice verpflichtend werden soll, um eben die Zahlen dementsprechend zu senken. Jetzt ist es, glaube ich, nur eine Empfehlung. Warum nicht diese schärfere Maßnahme? Die einzige wirkliche Verschärfung ist ja jetzt die FFP2-Maskenpflicht eigentlich im Verlängerungslockdown. Also warum nicht noch schärfere Maßnahmen, wie es die Experten gestern gefordert haben? Danke. Dann beginne ich ganz kurz mit der Beantwortung der Frage zu den FFP2-Masken. Das ist eine sehr klare Situation. Wir werden diese Gruppen, Zugang der Gruppen, Verteilungsoption bis Mittwoch der kommenden Woche im Detail definieren. Mir ist wichtig, dass dieses Tragen, dieser Gesundheitsschutz für den Einzelnen auf jeden Fall nicht an den finanziellen Möglichkeiten des Einzelnen scheitern kann und scheitern darf. Definitives Gesamtkonzept bis Mittwoch. Ich möchte mich, was die Masken betrifft, bei den Supermärkten bedanken. Wir haben mit den Supermärkten in Österreich vereinbart, dass die Masken zum Selbstkostenpreis in den Supermärkten verkauft werden. Das ist ein wichtiger Schritt, parallel zu anderen Schritten, wie zum Beispiel dem vom Gesundheitsminister angekündigten der Versorgung der sozial Schwachen mit FFP2-Masken und auch parallel zu dem, was die Sozialpartner durchführen, nämlich dass Betriebe auch ihren Mitarbeitern FFP2-Masken zur Verfügung stellen werden. Das wurde gestern mit den Sozialpartnern vereinbart und auch wenn die Frage zum Homeoffice an den Vizerektor gerichtet war, kralle ich mir die Frage, weil ich dem Vizerektor extrem dankbar bin, dass er uns schon ein Jahr beratend zur Seite steht in allen Fragen dieser Pandemie, aber er natürlich sozusagen auch als Wissenschaftler uns nur Vorschläge machen kann und dann die Politik auch schauen muss, was ist rechtlich möglich und was ist überhaupt umsetzbar. Und genauso wie wir mit den Ländern gemeinsam eine Linie finden müssen, müssen wir das auch mit den Sozialpartnern tun. Und es ist hier von Sozialpartnerseite zu Recht der Einwand gekommen, dass einfach eine Entscheidung, ob Homeoffice möglich ist oder nicht, immer nur im Betrieb direkt getroffen werden kann. Das heißt, es gibt den dringenden Appell seitens der Bundesregierung, der Bundesländer, der Sozialpartner, der Experten, überall dort, wo es möglich ist, auf Homeoffice zu setzen, aber wo es möglich ist und wo nicht, das sind Entscheidungen, die können sowohl die Experten im Gesundheitsbereich als auch wir als Politik der Wirtschaft und den Betrieben nur sehr schwer abnehmen. Herr Bundeskanzler, darf ich zu dem Homeoffice noch etwas sagen? Ich glaube, dass das gestern eine überspitzte Formulierung war, dass wir Homeoffice fordern. Man kann es ja nicht per se fordern, es kann ja nur dort gemacht werden, wo es möglich ist. Und wie der Bundeskanzler gesagt hat, das muss in den Firmen entschieden werden. Und aus unserer Sicht ist es schon ein großer Schritt, wenn jetzt die Firmen davon überzeugt werden und aufgefordert werden, dort, wo es möglich ist, Homeoffice zu machen. Zum Homeoffice noch eine ganz kleine Anmerkung, da ist mir gestern ein großer Fehler passiert. Ich habe gestern gesagt, im Homeoffice kann man dann auch die Kinder betreuen. Verzeihen Sie mir alle, die mir geschrieben haben und auch nicht geschrieben haben, das kann man nicht, das habe ich gelernt. Das war ein Fehler von mir, ich habe keine Kinder. Herzliche Entschuldigung dafür. Dann Servus TV ist das, glaube ich, ja. Herr Dohr von Servus TV, bitte. Ich hätte eine Frage an den Herrn Gesundheitsminister zunächst. Wenn man sich vor allem jetzt seit November sind wir so zwischen Teil-Lockdown und harten Lockdown anschaut, die Todeszahlen, das scheint uns ja nicht ganz so gut gelungen zu sein, die niedrig zu halten oder zu verhindern. Warum verlängert man den harten Lockdown jetzt noch einmal länger, wenn man da es nicht schafft, die vulnerablen Gruppen ausreichend zu schützen? Und eine Frage an den Herrn Bundeskanzler. Jetzt haben Sie gesagt in Ihrem ersten Statement, dass es bis Ende Mai im schlimmsten Fall schwierig sein könnte. Und die Zahl 50 ist ja jetzt auch nur ein Orientierungswert. Was ist, wenn wir am 7. Februar jetzt nicht knapp bei diesen 50 sind? Ist dann die Öffnung am 8. Februar garantiert? Oder könnte es sein, dass der Lockdown bis Ende Mai immer weiter verlängert wird? Zu Beginn, es gibt in Zeiten der Pandemie keine Garantien. Und es gibt leider auch für uns als Politik keine Planbarkeit. Das, was am stärksten von Unternehmern mir gegenüber eingefordert wird, ist Planbarkeit. Jeder möchte vom Bundeskanzler wissen, wann sperrt was auf.
Und das Problem ist, dass wir zwar alle unser Bestes geben, dass wir 18 Stunden am Tag arbeiten und uns mit fast nichts anderem mehr beschäftigen, aber trotzdem keine Hellseher sind. Und insofern kann ich Ihnen nur sagen, bei all dem Wissensstand, den ich derzeit habe, nach allen Gesprächen mit anderen Regierungschefs, mit Experten im In- und im Ausland, ist unsere Einschätzung, dass je nach Impfstoffzulassung, und der Herr Vizerektor hat das ja schon betont, sobald die vulnerablen Gruppen geimpft sind, also kranke Menschen, aber auch Personen über 65, es eine massive Veränderung geben wird, weil dann wird all das, was wir erleben, wieder ein medizinisches Problem, eine Frage des Infizierten, der schwer erkrankt, mit seinem Arzt, aber nicht mehr eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung und eine Pandemie, wie wir sie derzeit erleben. Es ist dann irgendwann nicht mehr die Sorge da, dass es zu einer Überforderung der Intensivkapazitäten kommt. Und insofern hängt alles sehr stark davon ab, ob AstraZeneca zugelassen wird, ob zusätzliche Impfstoffe zugelassen werden und wie lange es dauert, bis wir diese Impfstoffe bekommen, um die älteren Menschen zu impfen. Da habe ich ja vorher versucht zu erklären, im Best Case mit der vollständigen Zulassung von AstraZeneca ein Angebot für jeden über 65 im ersten Quartal geimpft zu werden. Wenn es diese Zulassung nicht gibt, verzögert sich das um 1 bis 2 Monate nach hinten. Und insofern wissen wir, dass die nächsten Monate fordernd sind. Und zur Detailfrage, wie geht es im Februar weiter? Wir werden wöchentlich evaluieren und unser Ziel ist es natürlich jetzt einmal, die Infektionszahlen so weit zu drücken, dass wir mit gutem Gewissen aufsperren können. Und das wird dann immer eine schwierige Entscheidung sein. Natürlich würden wir auf 25 in der 7-Tage-Inzidenz hinunterkommen, na dann wäre die Welt in Ordnung, alles wäre wunderschön und wir könnten mit gutem Gewissen aufsperren. Das wirkt aus heutiger Sicht unrealistisch, weil es keinem europäischen Land gelingt. Wenn wir 50 in der 7-Tage-Inzidenz, also 700 Infizierte pro Tag erreichen oder in die Nähe zumindest kommen, dann, glaube ich, sind wir doch an einem Punkt, dass man behutsame Öffnungsschritte mit Vorsichtsmaßnahmen setzen kann. Und ja, aus heutiger Sicht ist das ein nicht unrealistisches Szenario. Sonst hätten wir hier auch den 8. Februar als Zieldatum nicht genannt. Eine Garantie können wir leider nicht abgeben. Was uns wichtig ist, die wöchentliche Evaluierung, um die Bevölkerung am Laufenden zu halten. Dann zum ersten Fragenteil, was die Todeszahlen und die Todesziffern betrifft. Wenn wir uns ein bisschen erinnern und zurücksehen, am 25. Februar hatten wir die ersten beiden Infektionsfälle in Österreich, die dokumentiert waren, die belegt waren, damals in Innsbruck. Und wenn wir uns diese Monate seither Revue passieren lassen, dann sehen wir, dass im ersten Halbjahr und deutlich darüber hinaus, also bis September, Österreich vergleichsweise geringe Infektionszahlen im Vergleich zu anderen Ländern hatte und vergleichsweise geringe Todeszahlen hatte. Dann sind Ende Oktober, November, Dezember die Zahlen sehr hoch gewesen und das hat immer dann als Folge, dass leider auch die Todeszahlen steigen, also die Zahl jener Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind. Und jeder Einzelne ist zu viel. Es geht ja nicht um Zahlen, es geht um Schicksal, es geht um Menschen, es geht um Trauer, es geht um das Verlieren von Angehörigen und so weiter. Wir haben gesehen, wir haben es geschafft, in den letzten Wochen die Infektionszahlen wieder deutlich zu senken. Wir waren ja schon bei einem Tagesneuinfektionswert von über 9.000. Jetzt sind wir bei 1.500, sehr, sehr konstant. Und es sinken deshalb in der Folgewirkung auch in den letzten Wochen erfreulicherweise die Todeszahlen. Und der entscheidende Schlüssel wird sein, es wurde bereits mehrfach heute betont, die Impfung gerade für diese Personengruppen. Und deswegen beginnen wir ja mit den Prioritäten dort, bei den Gruppen, bei den Menschen, die besonders akut gefährdet sind und wo eben die Todeszahlen besonders hoch sind. Da können wir ansetzen und je schneller wir diese Menschen geimpft haben, desto besser ist es für genau diese Fragestellung. So, wir müssen langsam weitermachen. Bitte kurze Fragen und kurze Antworten. Herr Haberhauer, bitte. Die Frage wurde schon beantwortet. Dann Herr Jungwirth, kleine Zeitung, bitte. Kurze Fragen. Nichtsdestotrotz, was den 8. Februar anbelangt, es sind ja schon öfters Öffnungsschritte
verschoben worden. Wecken Sie nicht ein bisschen falsche Hoffnungen, falsche Erwartungen, wenn Sie sagen, wir werden versuchen am 8. oder wir wollen am 8. Schulen, Friseure, den Handel öffnen. Vielleicht zweite Frage, der Bildungsminister hat vor 3 Tagen genau zu demselben Punkt gesagt, die Schulen werden geöffnet, jetzt werden sie nicht geöffnet, war er nicht eingebunden oder warum hat er das gesagt, wollte er das nur, hat er das nur gesagt, um Dampf abzulassen? Vielleicht nur eine kurze Frage an den Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, Skigebiete öffnen, alles bleibt zu, nur die Skigebiete bleiben offen, ist es nicht ein verheerendes Signal? Und vielleicht allerletzte Frage an den Wiener Bürgermeister, wenn ich darf. Hacker, das Interview, das Löwenstein angesprochen hat, hat ja heute, ist ja in der heutigen Kronenzeitung und da hat er gesagt, die Regierung macht auf hysterisch. Ist das auch Ihre Meinung? Also zunächst einmal, die Abstimmung mit allen Regierungsmitgliedern läuft die ganze Zeit gut und auf Hochtouren. Und natürlich sind der Bildungsminister und ich genauso wie alle anderen auch abgestimmt. Die Britenmutation hat die Lage einfach verändert und hat auch dazu geführt, dass Pläne, die wir uns gesetzt haben, leider Gottes über Bord geworfen werden mussten. Ich kann das gar nicht anders formulieren. Ich weiß, was Ihre Anspielung ist, mit man schürt Hoffnungen durch ein Datum, aber ich versuche sozusagen einmal Ihnen unsere Situation darzustellen. Auch in einer schwer planbaren Zeit erwarten sich die Menschen natürlich ein gewisses Maß an Planungssicherheit. Und was wir versuchen müssen, ist, immer mit allen Experten zu sprechen, alle Informationen zusammenzutragen, die uns zur Verfügung stehen, im In- und im Ausland, eine Analyse zu machen und dann den Versuch zu wagen, zumindest eine vorsichtige Vorausschau zu treffen. Das haben wir immer so gehandhabt und das werden wir auch immer so handhaben. Denn Sie können mir glauben, wenn ich den Menschen sage, wenn die Ansteckungszahlen bei 700 sind, dann öffnen wir wieder, dann gehe ich aus dieser Pressekonferenz heraus und werde Tag und Nacht mit so vielen Anrufen bombardiert, dass ich gar nicht mehr zum Arbeiten komme, weil die Menschen natürlich auch ein Datum wissen wollen. Und sind wir alleine mit dem Problem der schweren Planbarkeit? Nein, Gott sei Dank nicht. Unser Nachbarland Deutschland wird ja auch in der medialen Berichterstattung in Österreich immer sehr stark erwähnt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Deutschland, so wie wir im November, in einen soften Lockdown gegangen, einen sogenannten Lockdown Light, hat dann den Lockdown Light verlängert, hat danach vom Lockdown Light auf den Lockdown gewechselt, hat dann den Lockdown verlängert, hat dann den Lockdown bis zum 31. Dezember noch einmal, bis zum 31. Jänner noch einmal verlängert. Und jetzt hat die deutsche Kanzlerin für Dienstag eine Sitzung einberufen, wo darüber diskutiert wird, ob über den 31. Jänner hinaus verlängert wird. Und in den Medien wird schon spekuliert, ob das vielleicht bis Ostern sein könnte. Das bedeutet, ja, Herr Jungwirth, Sie haben vollkommen recht, es hat nicht jedes Datum, das wir genannt haben, bisher gehalten. Das kann auch in Zukunft noch so bleiben, aber es ist trotzdem unsere Aufgabe, transparent zu sein und immer nach den Informationen, die wir zur Verfügung haben, zu versuchen, ein möglichst realistisches Bild zu zeichnen, und nichts anderes tun wir hier. Ich kann Ihnen kein Datum garantieren. Ich habe Ihnen eine Zielsetzung genannt, nämlich die Ansteckungszahlen so weit als möglich zu drücken. Niemand kann uns im Moment sagen, ob das mit der Britenvirusmutation auch gelingen kann oder nicht. Wir haben in den letzten Tagen immer einen sehr guten Trend nach unten gehabt, sind in der 7-Tage-Inzidenz immer um zumindest 5 Punkte gefallen. Wenn sich dieser Trend so fortsetzt, dann haben wir überhaupt kein Problem, die Ansteckungszahlen innerhalb der nächsten 20 Tage auf ein Top-Niveau zu senken. Wie stark das Britenvirus wirklich durchschlägt, wie stark das Britenvirus diese Anstrengungen zunichte macht oder sogar die Situation so dramatisch macht, dass wir trotz Lockdown ein Problem bekommen, das ist etwas, das lässt sich im Moment schwer vorhersagen. Und daher die wöchentliche Evaluierung und die rechtzeitige Information, wie es weitergeht, aber einen Funken Planbarkeit braucht es, und daher auch die 2 Daten, die wir genannt haben, hoffentlich Handel, körpernahe Dienstleister, Museen und Schulen ab dem 8. Februar und hoffentlich Tourismus und Gastronomie ab März. Ja, was die Skigebiete anlangt, wir haben eben nach langer Diskussion gesagt, dass wir da nichts ändern. Das war natürlich in der Entscheidung damals umstritten.
Aber ich darf zwei Dinge sagen. Erstens einmal, die machen ja ohnehin kaum ein Geschäft. Die Tatsache, dass die Hotels nicht offen haben, der Winter ist ja für die vorbei. Fragen Sie einmal im Ennstal nach, da kommen ja keine ausländischen Gäste, woher auch und warum auch, geht ja nicht. Also geht es dort um die Leute aus dem Ennstal, wie es heute in Salzburg um die Salzburger und in Tirol um die Tiroler geht. Da ist bisher, das muss man schon auch dazu sagen, damit wir uns da nicht in etwas hineinsteigern, infektiös wenig passiert. Noch dazu, wo der Gesundheitsminister ja recht strenge Auflagen gemacht hat. Bitte die FFP2-Maske, es war ja schwer umstritten, aber ist ja durchgesetzt worden dort für die Gondeln und so weiter. Und das hat sich auch sehr positiv ausgewirkt. Also wir haben das akzeptiert, dass wir da jetzt nichts ändern, aber ich weiß, die Debatte, warum Schulen zu, warum Skigebiete offen, hat es immer gegeben und das ist nun einmal so, aber wir haben uns dazu entschlossen, das nicht zu ändern. Ja, das von Ihnen beschriebene Interview ist heute in einer großen Tageszeitung erschienen, ist aber nicht heute geführt worden und liegt einige Tage zurück. Und ich habe mich in den letzten beiden Tagen sehr intensiv mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich beraten, aus Österreich, aber auch im internationalen Zusammenhang. Und die neue Situation hat sich durch die Mutation des Coronavirus ergeben. In dem Interview wird der sehr erfolgreiche Weg der Stadt Wien beschrieben. Jetzt stehen wir vor einer neuen Situation, bedingt durch diese Mutation des Virus. Und von daher muss man in der Politik auf neue Gegebenheiten reagieren. Und deshalb ist diese Entscheidung gemeinsam heute von uns getroffen worden. Dankeschön. Dann gibt es noch drei Fragen, bitte. Kurze Fragen und kurze Antworten. Zunächst Kurier, Frau Metzger. Oder schon beantwortet. Gut, dann können wir rübergehen. Frau Dunja Helm, Ö24, bitte. Herr Gesundheitsminister, Sie haben gesagt, es wird eine FFP2-Maskenpflicht geben. Gilt diese auch für Kinder? Wenn ja, ab welchem Alter? Und diese Masken werden dann zum Selbstkostenpreis zu erhalten sein. Wie viel wird das denn ungefähr sein? Können Sie das sagen? Ja, das ist jetzt gerade in Erhebung. Die Supermärkte haben das übernommen, dass sie hier breit einkaufen. Je höher die Stückzahlen sind, desto geringer werden die Kosten sein. Wir haben da noch keine hundertprozentigen Details, aber nach allen Vorinformationen, die wir haben, werden die sehr, sehr verträglich sein. Und ich sage es noch einmal dazu, für Kleinkinder gilt das natürlich nicht. Und ich sage es noch, wird morgen in der Verordnung dann auch definitiv auf den Tisch gelegt. Und ich sage es noch einmal dazu, mir ist es ein großes Anliegen und uns allen, dass es keine Preisfrage sein kann, dass sich ein Mensch diesen Schutz von sich selbst und von den anderen leisten kann, sondern wir werden da eine sehr großzügige Regelung für alle, die hier Finanzierungsprobleme haben, auch auf den Tisch legen, wie gesagt, bis Montag, wie genau die Abgrenzung ist und damit einen Gratiszugang sicherzustellen. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht. Danke, Frau Hellenberger von der Furche, bitte. Eine kleine Nachfrage auch an den Gesundheitsminister. Gary Feutig vom Roten Kreuz plädiert schon seit einiger Zeit für mehr Eigenverantwortung, auch beim Testen, Teststrategie. Also er hat gesagt, man könnte bis zu 10 solcher Wohnzimmertests pro Monat den Leuten kostenlos zur Verfügung stellen. Was sagen Sie dazu? Wäre das keine Perspektive jetzt auch, um bis Ostern zu kommen, auch beim Testen? Ja, beim Testen. Das ist ja der zweite Schritt in unserer Strategie, die wir im Dezember vorgelegt haben und die nach wie vor unser Plan ist, nämlich erstens die Infektionszahlen mit genau diesen Maßnahmen, von denen wir auch heute gesprochen haben und die wir festgelegt haben, zu reduzieren. Zweitens die Testungen drastisch auszubauen, möglichst flächendeckend zu realisieren und drittens die Impfung voranzutreiben, entsprechend den Zulassungsterminen und den Lieferterminen. Bei den Testungen sind wir schon sehr erfolgreich, vielleicht eine kleine Zahl. Wir hatten in dieser Woche weit über 800.000 Testungen in ganz Österreich. Das muss man sich einmal vorstellen. Das heißt, jeden Tag deutlich über 100.000 Testungen. Irgendwann sind wir da gestanden und haben das Ziel formuliert. 15.000 wäre großartig. Wir erinnern uns noch daran. Jetzt sind wir bei weit über 100.000, hauptsächlich die Antigentests, weil die Antigentests uns das Testen deutlich erleichtern, was den Zeitfaktor betrifft, was den Aufwand insgesamt betrifft. Und jetzt kommt
kommt eine dritte Generation sozusagen, eine weitere technische Entwicklung mit den Selbsttests. Die Selbsttests müssen wir in die Teststruktur einbauen. Deswegen bin ich sehr froh und dankbar, dass wir sehr breit einen Beschluss vorgestern mittlerweile schon gefasst haben, wo auch die Selbsttests erstmals in einem Gesetz verankert sind und wo wir festgelegt haben, ja, jeder, der ein positives Testergebnis bei einem Selbsttest hat, hat auch die Verpflichtung, eine entsprechende PCR-Nachtestung durchzuführen, und damit ist der oder die automatisch im System verankert. Und ja, wir wollen Schritt für Schritt mit diesen Selbsttests in die Breite gehen, und ich bin da absolut einer Meinung mit dem Gary Foltig, was die Zieldefinition betrifft. Vielen Dank, dann wird es am Schluss. Vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung, vielen Dank an die Landeshauptleute, unserem Experten. Ein organisatorischer Hinweis: um 13 Uhr geht es weiter mit Details zu Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Bildung und Kultur mit unter anderem dem Herrn Vizekanzler und dem Herrn Finanzminister. Vielen Dank.